Mir ist als erstes eine Frage aufgefallen oder eine Frage ist aufgekommen, als ich den Titel gelesen habe. Der Titel dieser Veranstaltung: den Betrieb übernehmen. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage: ja, den Betrieb übernehmen, aber was ist eigentlich, wenn dieser Betrieb gar nicht mehr der kardinale Ort der Machtausübung in der Gesellschaft ist? Der kardinale Ort, dieser Begriff stammt von Theodor Geiger, einem Soziologen aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Damals war der Betrieb der kardinale Ort der Auseinandersetzung in der Gesellschaft zwischen Kapital und Arbeit, auch innerhalb der Arbeit um die verschiedenen Strategien, die radikaleren und die weniger radikalen Kräfte in der Arbeiterbewegung vorwärts getragen haben. Was ist nun, wenn dieser Betrieb nicht mehr dieser kardinale Ort ist? Und es spricht einiges dafür, dass er das nicht mehr ist. Es spricht dafür, ich will das jetzt nicht im Einzelnen analysieren, es spricht aber dafür, dass das Finanzkapital eine so große Bedeutung erlangt hat, dass die Rolle der Betriebe, der sogenannten realen Ökonomie, die wir vor Augen haben, wenn wir vom Betrieb als Ort des Kampfes sprechen, dass diese Bedeutung mit doch sehr deutlich abgenommen hat. Dies wird auch in den üblichen Witzen, die Sie alle kennen oder die ihr alle kennt, auch deutlich, nicht? Was ist Porsche? Porsche ist ein Spielzeugladen, nicht? Mit einer großen Zockerbude dran, wo das Geld gemacht wird. Nicht? Oder Siemens, das ist nichts als so eine kleine Elektrohandlung mit einer Großbank dran. Das heißt, die Bedeutung, die diese finanzielle Seite der Produktion des Kapitals, der Reproduktion des Kapitals erlangt hat, muss einfach viel deutlicher auch in den Strategien zum Ausdruck kommen, damit wir keine Fehler machen. Damit kommen wir aber auch wiederum zurück zu etwas, was bei Karl Marx ganz zentral ist, was aber in den Debatten auch der marxistisch orientierten Linken eine etwas vernachlässigte Rolle spielt: der Doppelcharakter. Der Doppelcharakter bedeutet, dass da der Wert zirkuliert und in seiner abstraktesten Form, nämlich in Geld und in Finanzen, und diese Institutionen hervorgebracht hat, die also uns das Leben ja auch schwer machen, weil sie die ganze Gesellschaft beherrschen und weil sie nicht nur die Gesellschaft beherrschen, sondern die Gesellschaften zerstören, wie wir gegenwärtig ja besonders deutlich am Fall Griechenlands beobachten können, aber nicht nur dort. In der Zeit, das ist für Rick jetzt, in der Zeit Online ist ein sehr guter Artikel, in der letzten Woche, glaube ich, war es, nicht, über die Zerstörung der US-amerikanischen Gesellschaft durch den Finanzkapitalismus, und dass diese Bewegung jetzt dagegen so divergent ist, so unterschiedlich ist, so wenig konzentriert ist, dass sie sagt, wir sind 99%, aber wir haben eigentlich keine richtige Linie, und dass sie nicht wissen, wo es lang geht, und sie auch gar nicht wissen wollen, wo es lang geht. Das, glaube ich, ist auch ein Ausdruck von dieser neoliberal-finanzkapitalistischen Zerstörung gesellschaftlicher Zusammenhaltsformen und der Schwierigkeiten, diese neu zu entwickeln. Nun, einen kleinen Sprung aus den 20er Jahren vom kardinalen Ort der Politik, der Arbeiterbewegung im Betrieb hin zu den 60er Jahren in Deutschland, aber in ganz Westeuropa. In die Zeit vor dem Ausbruch der großen Klassenkämpfe am Ende der 60er Jahre, italienischer Herbst, der Autunno Caldo, nicht, der heiße Herbst in Italien, der französische Mai und in Deutschland die spontane Streikbewegung, also damals Westdeutschland, muss man natürlich sagen, spontane Streikbewegung auch gegen die Gewerkschaften gerichtet. Das war etwas, was ein Phänomen Ausdruck gab, das ich schon vorher vorbereitet und das auch einige Soziologen, die genügend Sensibilität aufbrachten, auch schon analysiert hatten, wie Louis Malle in Frankreich oder Alain Touraine auch in Frankreich oder André Gors, der große André Gors, oder auch in Deutschland Leute, die heute keiner mehr kennt, wie Hillmann und Frielinghaus, die damals etwas entdeckten, was sie Belegschaftskooperation nannten, mangels eines besseren Begriffs. Und sie entdeckten, dass die Belegschaften kooperieren,
dass diese Kooperation ein Machtfaktor ist, dass diese Formen der Kooperation deshalb ein Machtfaktor sind, weil sie informell erfolgen, also außerhalb der formellen Organisation, auch der Gewerkschaften, weil nämlich die formellen Organisationen und Strukturen in den Herrschaftsmechanismus des Betriebs und die Verwertungsautomatik des Kapitals einbezogen sind. Und wenn man da rausbrechen will, muss man das informell machen. Muss man das durch solche Belegschaftskooperation tun. Und Sie haben ganz viele Beispiele gebracht, wie das dann auch ganz praktisch vonstatten geht. Und diese Beispiele, die hat man dann später auch in anderen Ländern, auch in ähnlicher Weise natürlich, es wiederholt sich nichts in der Geschichte, aber in ähnlicher Weise hat man das auch in anderen Ländern entdecken können. Die Lehre, die daraus zu ziehen ist, ist, dass es immer so, die Lehrer unter uns wissen, dass es gibt so ein verborgenes Curriculum, nicht? Da ist das, was so in den Lehrplänen drinsteht, ganz formell und was man machen muss. Und da macht man doch etwas ganz anderes, weil das für die Weiterförderung der Kinder viel besser ist, als wenn man diesem förmlichen Curricula folgt. Das heimliche Curriculum. Und so läuft das auch in den Betrieben. Da gibt es auch etwas Heimliches, was aber die, die damit betroffen sind, die Arbeitenden, die kennen das ganz genau. Die wissen damit umzugehen. Die entwickeln das auch weiter. Die machen daraus einen Machtfaktor. Und das ist es, was also auch genau dann von Organisationen, die dann von außen des Betriebes kommen, unterstützen müssen. Nur können sie es schwer machen. Das ist die große Problematik, mit der es also auch Parteien und auch Organisationen wie gegenwärtig in den Auseinandersetzungen dann eben zu tun haben. Also Belegschaftskooperation, das ist etwas ganz Tolles und das führt natürlich dazu, wenn dies dann auch gewissermaßen in mancher Hinsicht dann auch formalisiert wird, ist ja immer ein Sieg, wenn etwas formalisiert werden kann, dann führt das eben auch zu Belegschaftseigentum. Warum nicht? Ist das, was im neuen Parteiprogramm, vom Erfurter Programm der Linkspartei als ganz zentraler und prominenter Stelle hervorgehoben wird. Belegschaftseigentum ist eine Möglichkeit des Ausstiegs aus dem privaten Eigentum, das uns so viel Schwierigkeiten gemacht hat und auch so viel Unbilden über die Menschen gebracht hat. Vom Energiesektor angefangen bis hin zu den großen Finanzvermögen, die jetzt ja also verstaatlicht werden müssen, paradoxerweise scheint es auf den ersten Blick, weil sie sich selber kannibalistisch, autokannibalistisch könnte man fast sagen, selbst auffressen, nicht und nur gerettet werden können, indem man sie vor sich selbst in Schutz nimmt. Und wie kann man das nur machen? Durch Verstaatlichung. Also hier sind also Entwicklungen im Gange, die, glaube ich, in eine Richtung führen, die man weiterverfolgen muss. Belegschaftseigentum, Belegschaftskooperation und dann eben auch darauf achten muss, was passiert eigentlich überall sonst in der Welt. Ich habe von den 60er Jahren und der Erfahrung gesprochen in Westeuropa. Man kann auch über die Erfahrungen in Westeuropa heutzutage sprechen. Da wird man sehr viele von den Beispielen finden, die Gisela erwähnt hat. Nicht? Aber es gibt natürlich in anderen Weltregionen ebenfalls solche Beispiele. Die Genossenschaftsbewegung ist besonders stark in Lateinamerika beispielsweise, aber nicht nur dort. Und ganz andere Formen der Kooperation, nicht Belegschaftskooperation, weil der kardinale Ort Betrieb fehlt, aber Kooperation in der Produktion, in der Reproduktion, in den Haushalten, auch in den öffentlichen Einrichtungen und so weiter, die gibt es auch in ganz anderen Gesellschaften und die sind es, die alle zusammengehören, die alle auch irgendwie einen Ausweg aus dieser besten aller möglichen Welten suchen, nicht einen Ausweg aus dem Kapitalismus, in dem man selbst das Gute, das man will, nicht realisieren kann, wie mit dem Pessimismus der Frankfurter Schule und mit Gisela Notz gesagt werden könnte. Nicht? Aber es gibt immer wieder dieses überschießende Bedürfnis und Bewusstsein, man kann doch etwas machen und vielleicht ist das, was wir anfangen hier zu machen als Alternative, etwas, was sich durchsetzt und was dann also auch zum Beispiel wird. Und nicht nur zum Beispiel wird, das ist wichtig, Mut machen ist entscheidend, das ist erwähnt worden von Gisela, aber es kommt natürlich auch darauf an, Hilfestellung zu leisten. Die Gewerkschaften haben das gemacht, das war der Gründungsmythos der Gewerkschaften im 19. Jahrhundert. Auch Hilfestellung für alle anderen, um weiterzukommen.
Aber gleichzeitig, glaube ich, muss man auch sehen, dass diese Hilfestellung auch von den Genossenschaften, von den Alternativen selbst kommen muss. Und da, auch da gibt es sehr viele Beispiele. Aus Argentinien kann man sehr viele Beispiele bringen, wie die besetzten Betriebe, die Fabricas Recuperadas, die wiedergewonnenen Betriebe, die wiederangeeigneten Betriebe, dann eben benutzt werden, auch um Überschüsse zu produzieren im Sinne von Mehrwert, nicht aber diesen zu nutzen, um andere Betriebe, die noch nicht so weit sind, dann zu unterstützen, damit die auch etwas beitragen können zu der Veränderung der Gesellschaft. Also es gibt da tausend Beispiele und das sind nicht nur Beispiele, sondern das ist Ausdruck einer Bewegung, die also die Kontinente übergreift und man muss da schon auch gehörige Sensibilität mitbringen, um dann sich darin einbringen zu können. Man kann sich darin einbringen im Bewusstsein der eigenen Geschichte. Die Geschichte des Genossenschaftswesens ist in Europa, auch in Deutschland, eine stolze Geschichte mit einer ganzen Reihe von Ausnahmen, die man sofort auflisten kann. Jedem fällt die neue Heimat ein. Ist vollkommen richtig. Und man muss darüber reden. Man muss das immer noch mal aufarbeiten, was da gelaufen ist. Aber es gibt auch eine stolze Geschichte des Genossenschaftswesens. Nicht nur bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, sondern auch im 20. Jahrhundert. Man weiß auch, dass die Genossenschaften durch die Nazis kaputt gemacht worden sind oder übernommen worden sind und dergleichen mehr. Man kennt auch diese paradoxale Entwicklung der Genossenschaften, von denen Franz Oppenheimer gesprochen hat. Alles das ist bekannt. Und man muss in Rechnung stellen, diese Genossenschaften sind als Alternativen immer eine sozusagen eine Parallelgeschichte zur Geschichte der kapitalistischen Normalakkumulation. Es hat sie immer gegeben als das, was von dem britischen Historiker Thompson die moralische Ökonomie bezeichnet worden ist. Eine Ökonomie, die also nicht nur nach dem Profitprinzip operiert und nach der Rationalität, die sich daraus dann ableiten lässt, sondern die nach moralischen Kategorien auch vorgeht, nach den Prinzipien der Solidarität sich organisiert, der Reziprozität und auf diese Weise also ganz neue auch Produktivkräfte entwickelt, die in der Gesellschaft schlummern, die aber in diesem Normalkapitalismus eigentlich eher zerstört als entfaltet werden. Und das gibt es immer in der Geschichte des Kapitalismus, wird es auch in Zukunft geben. Und was die Aufgabe heute ist, ist eben diese Bewegungen zu beobachten, zu erkennen, das Gras wachsen zu hören, sagte Marx, macht den Revolutionär aus. Nicht also auf dem Laufenden zu sein und richtig eingreifen zu können, um dann eben auch entsprechend dann auch Hilfestellung leisten zu können, ohne sich da in irgendeiner Weise aufzudrängen oder wässerisch daherzukommen.